Viele Frauen leiden unter kreisrunden Haarausfall. Ich zeige euch heute, wie man mit einer Perücke auf Mars diese Lebensqualität steigern kann. Ja, herzlich willkommen bei Heidek TV. Mein Name ist Dominik und heute ist die Laura bei mir. Hallo Laura. Hi. Herzlich willkommen in Hamburg. Ja, heute endlich mal wieder eine neue Transformation für unsere weiblichen Zuschauer. Heiß begehrte Videos, die ich leider nicht so oft auf meinem Kanal veröffentlichen kann, weil die Modelle fehlen. Also, wenn du Bock hast, melde dich natürlich gerne bei mir. Heute bist du da, Laura. Ja. Du hast kreisrunden Haarausfall? Ich habe totalen Haarausfall. Ich habe gar keine Haare. Gar keine. Aber ist entstanden durch Alopecia areata. Genau. Okay, ne? Das ist praktisch die Weiterentwicklung vom kreisrunden Haarausfall. Ja. Und ja, du warst vor einiger Zeit bei mir mit dem Wunsch, du möchtest eine tolle Perücke. Das stimmt. Ich hoffe, diesen Wunsch kann ich dir heute erfüllen, beziehungsweise Teuta. Und aus diesem Grund haben wir damals einen Abdruck gemacht. Ja. Wir haben uns für eine Maßarbeit entschieden. Ja. Heute ist Tag X gekommen. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang, wir gehen direkt über in die Transformation. Lasst euch inspirieren und viel Spaß. Ja, Laura, du bist ja schon Perückenträgerin. Ja. Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht? Also ich habe von der Krankenkasse habe ich mir vorgeschlagene geholt. Synthetikhaare habe ich ausprobiert. Natürlich die allbekannten Wege wie Amazon und eBay und sowas. Die habe ich alle durch und dann habe ich gedacht, jetzt wird es mal Zeit für was Gutes. Okay. Oh, jetzt ist aber hier die Erwartung sehr, sehr hoch geschnürt. Ne? Aber ich versuche alles, dir die Erwartung auch zu erfüllen. Was erhoffst du dir von dem Tag? Dass ich mit zufriedener Laune und Zufriedenstellung herauskomme mit einer guten Perücke, mit einem guten Aussehen. Als du das erste Mal bei mir warst, hattest du ja noch gar keine Augenbrauen. Ne? Das heißt, du hast genau. Ja totales. Jetzt habe ich gerade gesehen, du hast ja mega schöne Augenbrauen mittlerweile. Wie hast du denn da nachgeholfen? Einmal habe ich tatsächlich mir Microblading gemacht. Mit dem war ich tatsächlich nicht so zufrieden, weil mit meinem Make-up und sowas, das hat dann nicht immer so funktioniert. Und dann habe ich durch Instagram, das neue TikTok und sowas, habe ich dann so Augenbrauen-Tattoos gesehen. Und die habe ich mir dann gekauft und jetzt probiere ich mich da ein bisschen aus. Ja, alles klar. Klar, cool. Höre ich gerade das erste Mal. Vielleicht eine neue Geschäftsidee für mich. Ja, cool. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Transformation und genieße es. Super. Zuschauer, ich glaube, Bilder sprechen wieder mehr als 1000 Worte. Erste Frage an dich. Laura, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super gut. Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, mein Freund hat mich noch nie mit Zopf gesehen. Deswegen wird es gleich eine super Überraschung für ihn. Ich finde es mega gut geworden. Sehr schön. Augen leuchten auch das immer. Da habe ich ja deine Erwartungen gefüllt, die du vor der Transformation an mich hattest oder an uns hattest. Auch nochmal großes Kompliment an Teuta von dieser Stelle. Ja. Tolle Arbeit gemacht. Hat sie sehr gut gemacht. Auch für uns. Ich weiß gar nicht, ob wir schon in der Transformation mal eine Perückentransformation mit Zopf hatten. Wenn nein, auch für uns das erste Mal in dem Fall. Aber ihr seht selber, wenn du dich einmal drehst, alles kein Problem. Mit einer Custom-Made Wig könnt ihr selbst ohne Probleme, ohne Bedenken Zöpfe tragen, Hochsteckfrisuren, Dutz oder alles, was das Herz begehrt. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt. Checkt auch gerne unsere anderen Transformationen mit den Frauen aus und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis bald.